Hallo und willkommen zurück bei Traveler's Rest. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Machen wir mal ein paar Brote. Hier machen wir nix. Kein Saft. Machen wir mal ein paar Gerste wegen dem Lagerbier. Lagerbier ist immer noch Verkaufsschlager. Kein Wein mehr. Ich könnte auch noch Kräuterlikör machen. Noch zweimal Kräuterlikör. Der muss dann aber wieder reifen, ne? Machen wir erstmal nochmal ein paar Destille. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, gucken wir, ob heute der Gast kütt. Ja, heute kütt der Gast. Gut. Sekunde. Was steht denn auf dem Plan? Also, Weißwein Pilsner. Den mit dem Rest können wir nicht anbieten. Wir haben Bruschetta und Bratfisch. Paprika, Bitterhopfen, Sojabohnen, Banane, Sonnenblumenkerne. Also, wir können Paprika, eventuell Bitterhopfen, Sojabohnen wäre das Fleisch und Banane. Okay, Paprika. So, wir werden hier jetzt tatsächlich den Weißwein reintun. So, Bruschetta haben wir noch. Bratfisch war ja im Trend. Kellerkatze, die will wieder aufs Ding. Ich sehe das schon. So, haben wir was ready ist? Haben wir einen Pilsner? Gucken wir, haben wir einen Pilsner, was gut ist? Ein Pilsner. Hier ist ein Pilsner, der ist aber noch jung. Haben wir einen Pilsner, der mittelreif ist? Irgendein Pilsner, der... Hier ist ein Pilsner, der ist nicht ausgereift, aber gedingst. Dann nehmen wir uns den Pilsner. So, wir bieten ausnahmsweise den Wein an und den Pilsner. Öffnen den Laden. Wir brauchen auch Bienenstöcke, wir brauchen Honig. Ausnahmsweise haben wir mal den Wein reingenommen. Für den Special Guest. So, die Käseplatte kann ich aber doch jetzt anbieten, ne? Ja. So, machen wir nochmal eine Paprika-Gemüsebrühe. Ist ja im Trend. Alter, das bringt echt viel Kohle. So viel ist das eigentlich gar nicht wert gewesen.
Das heißt, wenn der im Trend ist, da bringt der Weißwein tatsächlich mehr. Ja, wobei, aus 10 machen wir ja 20, ne? Deswegen würde ich sagen, nee, das Destillierte macht trotzdem mehr. So, wir machen weiter unsere Runde. Ich mache nochmal ein zusätzliches Reiferegal. Hier wird gearbeitet. Könnte aber schon mal diesen Futterding da kaufen, ne? Muss mal gucken, wie viel wert das ist. Aber wenn, muss ich ja auch für die Tiere vorbereitet sein. So, 3 Reiferegale müsste reichen. So, ich schätze mal, das Futterding kostet 4. Ich weiß gar nicht, warum ich immer ausbuddel. Da kommt doch eh immer derselbe Müll raus. Moin. Tiere kaufen kann ich noch nicht. So, Futtertisch. Ich hatte jetzt ja schon 10er Met reingetan, das heißt, ich muss keinen zusätzlichen Met herstellen, ne? Kaufen wir nur den Futtertisch. Dann haben wir den schon mal ready. Hat er sich gedacht, er kann sich vor mir verstecken. Im Busch. Der wilde Truthahn. Der Gast ist bestimmt da, oder? Gucken wir mal nach. So, haben wir einen mit dem Sternchen über dem Kopf? Sehe ich gerade nicht.
Vielleicht muss ich wirklich da sein, wenn der quitt. Ich glaube, mir fehlt es an Zucker. Weil ich hatte doch eigentlich Apfel. Muss ich mal einen Zucker holen. Aber, nee, ich muss auch noch mal Apfel machen. Ja, ich hol den Zucker einfach mal. Mir fehlt es an Käse. Oh, das ist der Special Guest. Special Guest ist da. Dann hauen wir den Apfelwein rein. Machen wir mal ein bisschen Bruschetta. Weil der Trend. Ich darf nicht zu früh weggehen. Weil der Special Guest da ist, tun wir noch einmal auffüllen. Will das auf eine runde Summe bringen. So, einen habe ich noch. So, jetzt sparen wir aber wieder das Zeug. Noch ein Pilsner. Das ist alles jung. Hier wäre noch einer, den ich mir gönnen könnte. Wieso ist ein 10er-Pilsner hier drin? Was soll denn das? Habe ich wohl gedacht, ich habe doch eh genug. Man kann nie genug haben. So, jetzt darf ich auf gar keinen Fall die rausöffnen, was wäre sonst. Ich darf nicht missklicken. So, zwei neue Reiferegale. Und zwei neue Reifebehältchen.
Noch 4 Reifedinger brauche ich. Sekunde. Ich könnte noch mal eine Käseplatte machen. Einen schönen Joghurt. Und der letzte Apfel. Obstbrand. Ja, den Obstbrand machen wir auch mal. Aber nicht jetzt, das machen wir mit anderem Obst. So, das war der letzte. Special Guest geht's noch gut. Der Apfelwein muss auch reifen. Wo muss der eigentlich gebaut werden? Ach, der kann wieder überall gebaut werden. So, Heu kostet Gras, Essensreste, kann ich Gerichte reintun, Getreidemischung, Saatgut, boah, da muss ich wirklich Saatgut reintun, ich mach schon lieber die Heuballen. So, Banane. Machen wir Bananenbrand. So. Jetzt gibt's nur noch Schnaps. Banane. Vor allem unseren Gast belästigen. Ich habe noch gar nicht die neue Käseplatte gemacht, ne?
Eisen im Inventar. Da liegt Zitronensaft. Ja, so viel Holz fällen. Wir können schon mal Heu vorbereiten. Ach krass. Man kann immer nur einen machen. Man kann das nicht mehrfach. Mal gespannt, wie viele Tage das am Ende braucht. Ich weiß auch immer noch nicht, wofür diese Truhe ist. Ich muss morgen auch unbedingt nochmal in die Stadt, weil ich erinnere mich, dass der wieder irgendwo... Die Cocktailbar. Genau, die Cocktailbar. Die wollte ich auch noch kaufen. So, Obstbrand machen wir aus Banane. Ein Bananenobstbrand. Ach, ich hab noch Gehacktes. Noch 4 Fässer. Ich gehe noch mal ein bisschen Kohle holen. Wir ignorieren die Dinger im Boden. Oh, hier ist eh nichts. War keine Kohle, aber oben auf dem Berg war Kohle. Es war bei der Mine und ganz oben. Die kriegen wir auch noch. Wie gesagt, wir ignorieren die Sachen im Boden. Ich habe da, glaube ich, auch noch nie was Sinnvolles gefunden. So, hier war einer, oder? Ne, hier war ja nichts. Hier ist einer. Und hier ist einer.
Der Nachschub haben sie wohl gewartet. Einmal machen wir noch Paniermehl. Hier ist das fertig. Der Likör ist fertig. So, wir schließen. Jetzt fehlt's wieder an Holzbrettern. Ich kann nie genug Holz haben. Schon 2 Uhr, ey, scheiße. Dann gute Nacht. Fast die Nacht durchgearbeitet. So, das hat auf jeden Fall sehr viel Punkte gegeben. Meeresfrüchte. Hier machen wir nichts. Hier machen wir erstmal auch nichts. Hier haben wir nichts. Wir haben das Bier ready. Wir haben nochmal Paniermehl. Machen wir nochmal eine Fuhre. Machen nochmal eine Fuhre Apfelwein. Und noch eine Fuhre Obstbrand. Okay, ich brauche noch 2x Bananen. Weil wir müssen immer auf 60 kommen. Warum auf 60? Ja, damit wir 2 volle haben. Ist ja logisch. Es ist nichts ready. Der Käse ist ready. Wir machen auf.
und der letzte Banane. So, das ändert sich ja nur pro Woche, ne? Sieht zumindest so aus. Sind ja eigentlich schon mal gelevelt ab. Weißwein. Was ist denn nächstes Jahr Trend? Ah, da, nächstes Jahr kann der Gin, nächsten Monat der Gin und der Met. Brokkoli, Kastanien, Süßkartoffeln, Kuhmilch, Knoblauch, Sonnenblumenkerne, Joghurt und Toastbrot. Wäre nächste Woche. So, ihr kennt das Spiel, wir machen wieder unsere Runde. Wir hätten ein weiteres Reifefass. Bin so froh, wenn wir die Reifefässer endlich durch haben. Okay, so wie es aussieht, brauchen wir noch einen Tag. Bevor wir zu den Pflanzen kommen, holen wir uns erst die Kohle wieder von oben. Wir gehen jetzt auf immer Massenkohle. Geht ja schnell, wenn wir permanent laufen. Hier diese Kohlenkachen, die da schon vorbereitet liegen, mitnehmen. Ja, im Moment ist auch nicht die Kohle das Problem, sondern das Holz. Ich bin einfach zu faul, die ganzen Bäume da zu fällen. Aber ich gehe jetzt erstmal in der City die Cocktailbar kaufen. Ich bin ein bisschen froh, dass wir nicht immer hier sag schon, das Wasser wieder auffüllen müssen. Das hätte mir jetzt nämlich noch gefehlt. Ich brauche einen automatischen Wasserspengler. Schon wieder fast 10 Gold. Nice. Ich glaube, wir werden auch bald nochmal aufhören, Stein zu holen. Ja, wobei, ich muss irgendwann die Taverne ausbauen. Gehen schnell hier noch die Kohle holen.
Wir holen mir aber nur die Kohle und vielleicht Wildkräuter und sowas. Aber ich werde jetzt wieder keine Boden ausbuddeln, ich werde kein Eisen hier holen. Oh, heute ist der Typ da. Dann können wir heute den Papagei kaufen. Muss ich heute Abend dran denken. Was haben wir heute für einen Tag? Vielleicht kommt er immer am selben Tag. Heute haben wir Mittwoch. Banane machen wir nicht. Kein Weißwein mehr. Ich muss auch bald nochmal Hefe kaufen. So, Obstbrand hauen wir noch rein. Oh, könnte ich auch aus Brombeeren machen. Zufällig noch was ready? Nee. Alter, wir haben hier so viel schon drin, aber nichts ist ready. Aber wir haben ja noch den Likör. Oh, der Likör ist auch einiges wert. Den Likör können wir gut verkaufen. Wie viel brauchen wir noch? Drei, meine ich. Wir hätten genug Nägel für drei. Es wird tatsächlich nur an... hier an Brettern. So, wir rennen in die City. Bevor ich das wieder vergesse. Cocktailbar. Moin, Badier. Ich hätte ja an die den Cocktailtisch. Bierhefe haben wir noch. Destillationshefe brauche ich wieder. 28. Ich kaufe noch mal so ein Fass. Vielleicht das Fass doch noch nicht. 24 Küchenhefe. Dass ich die Einmachgläser nicht zurückbekomme, ist ein bisschen doof. So, dann haben wir die Hefen auch nochmal hochgeballert. Das heißt, 5 brauchen wir nochmal für ein weiteres Fass. Und dann müssen wir aber auch erweitern.
Wir könnten aber schon mal gucken, was wir für nächsten Monat. Wir haben ja noch ein paar Tage. Hier kaufe ich dann, glaube ich, nichts mehr, ne? Brauche ich auch nichts. Die Feuerstelle vielleicht für so einen Kleiderschrank wäre für die Gästezimmer, ne? Ich weiß nicht, eine extra Feuerstelle für ein Gastzimmer weiß ich jetzt nicht. Aber ein Kleiderschrank. Wahrscheinlich sehr wichtig. So, getränkemäßig. Da wollte ich mal gucken. Wir haben ja bald Herbst. Was im Herbst so saisonmäßig wächst. Bitterhopfen. Also wir hätten den Bitterhopfen. Wir hätten Himbeeren. Also ich gucke immer auf zusätzliche Ernte, ne? Mais, wichtig. Aber sonst leider nur den Bitterhopfen. Oh, rote Trauben wären auch nicht schlecht. Wir könnten auch Soja herstellen. Rüben würde auch gehen, Sonnenblumenkerne. Zucchini. So, jetzt müssen wir aber schnell zurückgehen. Hoffen wir, wir verdienen schnell genug wieder Geld, damit keiner nach Hause geht. So, haben wir für den Herbst schon mal vorbereitet. Okay, sind noch alle da. Likör haben wir auch noch. So, ich schnapp mir mal. Habe ich zufällig 4 Truhen? 3. Gibt's überhaupt was, was man im Winter anbauen kann? So, stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage, warum 4 Truhen? 4 kleine. Das brauchst du doch gar nicht. Und da hast du auch vollkommen recht. Hab ich noch was da rein kann? Steine können auf jeden Fall oben rein. Aber mir geht's hier dabei rum, dass ich hier Truhen hinmache für die Samen. So, Winter
Herbst, Sommer und dann Frühling. So, und hier tue ich jetzt schon mal die Herbstsachen rein. Also alles, was zusätzliche Ernte im Herbst hat. Das ist der Plan. Ist ein bisschen einfacher und übersichtlicher. So. Wieso hab ich... Ich habe auch so den geschlossen. Wieso hab ich 50 Obstbrand? Jetzt, weil wenn ich nochmal drücke, dann öffnet er nicht wieder. Sondern dann haben wir ein Problem. Hier ist was fertig. Der Likör. Cocktailbar muss drinnen gebaut werden, nehme ich mal. Dafür muss ich schließen. Brauche mehr Platz. Man kann den leider nicht drehen. Deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen komisch aus. So, Sangria. Dafür brauchen wir Rotsein und Fruchtsaft. Unterschiedliche, okay. Amorisiertes Bier, dafür brauchen wir Bier und Fruchtsaft. Rotwein. Schlecht. So, wir können aber wieder öffnen. Ich weiß, aber ja, was soll ich? Kann ich denn dafür, wenn ich mich verdrücke? So, die nächste Truhe. Die Frühlingstruhe ist ready. Warum ist das wichtig? Weil ich will ja skillen so langsam. Auf die... war das schon hier? Ne, wo waren das überhaupt? Ach, das ist erst hier hinten, ne? Da habe ich eigentlich Zeit. Okay, aber hier am besten vielleicht auf die Einnahmen, ne? Produktionsmenge beim Herstellen von Speisen und Getränken plus 10%. Beinahe ist die Musik weg. Der Likör, der gibt aber echt gut Zeug.
So, noch zwei Fässer können wir haben. Genau, ihr wollt doch weniger Geld besitzen. Ihr macht das doch für euer Leben gern. So, beide sind auch hier in Auftrag. Oh, dann sind wir endlich durch. Und dann müssen wir mal gucken wegen Bauen. Aber Bauen kostet ja auch Geld. Jetzt muss ich warten, ne? Warten, bis Zeit rumgeht. Brot und Joghurt warte ich mal. Fertig. Oh, jetzt fehlt mir der Zucker. Ja, dann machen wir noch mal hier ein bisschen von dem Likör. Hier ist was fertig. Met. Apfelwein. Das echt hier schon mal vorbereite. Den Met hebe ich, glaube ich, echt auf. Pink Lady, den Cocktail, den muss ich noch freischalten. Glühwein habe ich auch nicht. Gin. So, aber die letzten Reifefässer sind durch.
Bald muss ich hier wirklich Heu sammeln gehen. Ich dachte, wenn ich so viele Reifefässer habe, sollte es doch kein Problem mehr sein. Da habe ich mich wohl getäuscht. Man kann anscheinend nie genug Reifefässer haben. Okay, wenn wir jetzt die hier unten noch in 5er ändern. Haben wir dann mehr? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir hätten ein Fass mehr. Weil die brauchen ja dann hier 3 und 3. Das heißt, die würden hier einen Slot machen. Wir hätten ein Reifefass mehr. Mehr nicht. Ja, dafür lohnt sich das nicht, hier alles umzureißen. Aber ich sollte die Reifefässer vielleicht füllen. So, jetzt habe ich hier einen 10er Apfelwein. Diese 10er, die wir hier noch übrig haben, die heben uns auf, falls wir mal zu viele Slots frei haben. Schöne Fleisch. Eine wilde Fleischbrühe. Ja, das Brot will ich mir eigentlich für Bruschetta und so aufheben. Dass mir auch der Tee ausgeht. Unglaublich. Aber der Tee geht mir nur aus, weil ich die ganze Zeit Essen produziere. Was ist da überhaupt im Tee drin? Grüner. Ich weiß, ich habe weißen Tee gemacht. Aber weiß war, glaube ich, mehr wert als grün. Es wäre gut, wenn wir den grünen Tee noch leer kriegen. Kommen noch 10. Wir schließen, sobald leer ist, der Tee. Hey Leute, schnell beeilt euch.
Noch zwei. Komm, hinne. Ich muss langsam zumachen. Wir schließen. Leer. Den Met safen wir uns für nächste Woche, weil dann ist Trend. Fast Level 13. Nun gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.